Oh Mann, diese Träume. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ihm glaube, aber ich sollte gleich wieder mit Clifford sprechen. Day 2 Apprehension. Tag 2. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Unsere erste Hypnose ist beendet und ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob wir dem Dewey nicht helfen können beim Gitarre stimmen. Na toll, ist abgeschlossen. Oh, was denn da los? Da geht wieder das Gesuche los. Ist ja wunderbar. Hier ist eine Gitarre. Hilft uns auch nicht weiter. Was sagt er hier? Okay, fragen wir mal, ob wir denn gehen könnten, wenn wir wollten. Und er sagt uns aber ganz liebevoll, ja, ist nur ein bisschen zu früh. Wir machen Fortschritte. Wäre nicht gut. Ja, und schon haben wir uns einschüchtern lassen. Und außerdem ist so viel Nebel drumherum, es ginge gar nicht, hier wegzugehen. Na gut. Ich soll warten, bis das Wetter besser wird. Ja, ich denke, hier ist immer neblig. Okay. Bisschen Frühstück essen, sagt er. Dann gehen wir doch mal hier schön runter in die Kantine. Wo ist der Fahrstuhl? Der Fahrstuhl war doch hier am Ende des Ganges. Ganz rechts, Fahrstuhl, Elevator. Und rein und runter und frühstücken. Frühstück ist gut. Ja. Die wichtigste Mahlzeit des Tages sollte man nicht auslassen. Hier sind sie wieder alle versammelt, inklusive dem Häschen. Hier war doch mal mein Platz. Offensichtlich jetzt nicht mehr. Oh, da vorne ist noch ein Plätzchen. So, guten Morgen alle zusammen. Hi, Jacob. Hast du gut geschlafen? Naja, nicht so wirklich. Jetzt fragen sie uns nach der Therapie. Aber Clifford sagt immerhin, wir machen guten Fortschritt. Und wenn Clifford das sagt, dann sollten wir glücklich sein. Na gut. Danke für die Aufmunterung. So, ja, will keiner richtig sagen, wie er hier gelandet ist. Wow, das ist mal ein Geständnis. Ich habe einen Mann getötet. Okay. Warum? Gott hat mir gesagt, es zu tun. Oh, da würde ich mal aber jetzt hier. Ich habe dir gar nichts gesagt. Gott hat gesprochen. Jawohl. Die Leute sind mal richtig schön drauf hier, würde ich sagen. Schöner Humor hier an dieser Stelle. Okay, war nur ein Scherz. Er hat ein Problem mit Glücksspiel irgendwie. Dann hat er seine Frau verloren und ja, keine Ahnung, ob ich verheiratet bin, aber ich habe so komische Träume über Babys. Da gehört ja auch eine Frau dazu. Kein Ring. Pup, I'm a single. Du Glücklicher. Jo. Ja. Gerald hat sein eigenes Grab ausgehoben. Naja. Brad, was sagt er? Er ist ein Workaholic. Na gut, wer ist das nicht, ja? Huh?
Okay, er ist nur einfach, um hier seine Batterien aufzuladen nach einem Burnout, würde ich sagen. Vielen Dank dafür, Brett. Ist die Therapiestunde beendet? Oh, da kommt wieder Jenny. Hallo, Jenny. Ach ja, von ihr nehme ich doch sehr gerne Tabletten. Eine smucke Krankenschwester. Keine Häschen auf dem Tisch. Aber du bist doch selber so ein Häschen, das hier rumläuft. See you later, Gentlemen. Alles klar, ich freue mich. Tschüss, Jenny. Okay, der Bildschirm verdunkelt sich. Ich weiß wieder nicht, ob das was Gutes ist. Ein paar Leute sind weg. Und die sitzt immer noch da und esse. Mein Gott, wenn es einen Preis im Langsamessen gäbe, Jacob würde ihn gewinnen. So, dann gehen wir jetzt mal raus und versuchen jetzt mal... Was? Achso, da war schon die ganze Zeit abgeschlossen. Ich gerade dachte, hier bin ich jetzt mit den ganzen Verrückten eingeschlossen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, also gucken wir mal, ob wir jetzt zu Dewey können. Vielleicht mal speichern irgendwie, falls hier irgendwas abstürzt. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ach, und außerdem mag ich diesen Sound, der dann kommt. Bam! So schön bedrohlich. So, auf zu Raum Nummer 4. Wo ist er denn, der Dewey? Aber wenn jetzt wieder abgeschlossen ist, dann flippe ich aus. Nein, da ist er doch. Hey, Dewey. Dewey, Schnucki, hallo. Wie geht's dir, Mensch? Och, er hat es geschafft, seine Gitarre hinzukriegen. Jetzt sollte es klappen. Okay. Ja, ich probiere es mal. Er hat einen Tuner. Just turn the knob until you hit the green light. Okay. Probieren wir mal. Lustiges Menüspiel. Und jetzt? Wie funktioniert das? Ach so. Ach, ein schönes Minispiel. Ich denke, da werde ich auch ein bisschen was dann rausschneiden, wa? Yeah, man, that's the sound I like. Ja. Hear that sound, oh yes. Good job, you handle it like a pro. Oh ja, ich bin Pro-Gamer. Mein Name ist Lumi, hallo. Wie geht's dir? Ach ja, es hat natürlich viel Spaß gemacht. Okay. Jetzt möchte ich dir aber mal eine Frage stellen, mein Freund. Premonition. I don't know what this word means. Okay. Es scheint so, als wäre hier irgendwas an diesem Ort nicht in Ordnung. Jacob, du bist ein Blitzmerker. Oh, und er hat es auch schon gemerkt, der gute Dewey. Verdammt! Ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Ort. Aber trotzdem, ja. Vielleicht ist es gar nichts. Jawohl. Gut. Dieser Ort ist strange. Patient Rooms. Ist denn hier der Therapieraum? Ja, ist gar keiner gerade da. Oh, a paper with some writing on it. Ich hasse es. Es ist so eine Achterbahn. Nicht lange zuvor habe ich mich großartig gefühlt, positiv, über die Dinge der Zukunft. Und dann einen kleinen Moment später, das ganze Gewicht hat sich auf meinem Rücken entladen. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Okay. Aha. Es ist schon alles... Ja, habe ich gelesen. Jetzt ist gut.
Kann ich nicht mitnehmen, habe ich gelesen. Hier stimmt was nicht. So viel können wir schon mal festhalten. Bei Dewey waren wir drin. Gehen wir hier nochmal durch die ganzen Räume gehen, gucken. Hier ist mal nix. In der 3 ist auch nix. Weiter noch rechts. Nummer 1. Da war ich noch gar nicht drin. Ja, ist auch abgeschlossen. Wer weiß wieso. Am gemütlichen Feuer sitzt diesmal auch niemand. Oh, ein Grammophon. Hier war abgeschlossen. Vielleicht ist jetzt mal offen. Ne. Brauche ich wahrscheinlich wieder einen Masterkey, den ich zurechtdrehen muss. Da ist die Putze. Ich bin keine Frau. Gentleman. Vielleicht ist jemand, der... Ich wollte schon sagen, der sich erhängt hat. Aber wie komme ich bloß darauf? Als wenn dieses Spiel irgendeinen Anlass gibt, daran zu denken, jemand könnte sich erhängen oder sonst irgendwelche schlimmen Sachen tun. Hier ist mal nichts, immer noch nicht. Tja, meine lieben Freunde, das... abgeschlossen. Ah, wo geht's hier lang? Die Putzfrau. So, jetzt beginnt wieder die wilde Lauferei. Es ist großartig. Hier ist doch wieder der Therapieraum. Ein bisschen Musik. Entertainment. Oh, gibt's hier was zu quatschen? Hallo, Gerald. Es regnet immer noch. Jo. Aber naja, Regen kann schon wirklich relaxing sein. Entspannend. Ja, wollen wir schön im Deutsch bleiben hier. Okay. Oh, er hat sich entschuldigt. Der Artist. Und jetzt reden wir über diese Begegnung, die wir hatten in diesem Raum, wo ich ihm die Kombination für den Safe gegeben habe. Tja, aber er kann sich wirklich nicht erinnern. Dwight ist es. Der Dwight, der Artist. Okay. Raum Nummer 1. Wir treffen uns mit Dwight. Meine Fresse, hätte uns doch gleich hier erzählen können. Jetzt müssen wir wieder rumlaufen. Rumlaufen. Wo ist Raum Nummer 1? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Oh, Raum 1 ist ja gleich hier. Und zack. So, Dwight, mein Freund, was hast du denn auf dem Herzen? Sprich. Ich muss dich warnen. Das klingt überhaupt nicht verrückt hier. Irgendwas stimmt hier an diesem Ort nicht. Mensch, Dwight, das ist mal eine Information, die... Puh, you made my day, mein Freund. Also wirklich. Okay, der Psychologe. Irgendetwas ist furchtbar falsch. Aber er kann nicht genau sagen, was. Ja, mir geht's ja ähnlich. Ah. Ein Gefühl, ein Gefühl. It eats me like a rat. The best way to get to the bottom of things would be to access my patient records, okay? They are off limits. There must be a way. Yes. In Cliffords office. Okay. Wir sollen irgendwie die Patientenaufzeichnungen kriegen. In seinem Office. In Cliffords Office. Wo ist jetzt sein Office nochmal? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Hier ist es doch. Und da komme ich nicht rein. Also wir brauchen irgendwie einen Schlüssel für Cliffords Office. Was macht er hier? Schnucki, alles gut. Ja, ich bin's, hallo. Was machst du da? Er untersucht den Rahmen der Tür. Okay. Ja gut, das ist doch gar kein Problem, mein lieber Lorenzo. In Raum Nummer 8. Das ist Chanel. Ja. Ach nee, siehste, Lorenzo ist der Künstler, alles klar. Und Clifford,
ist der Psychiater. Na gut. Und was der denkt, wenn der hier irgendwie die Räume ausspäht, ich weiß es nicht. Watch me. Watch me. Ja, ja, ich watche dich. Alter Falter, ja, hier alle meine Macke. So, ich brauche jetzt aber den Schlüssel. Aber wo finde ich den? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde ja mal mit Jenny quatschen. Und mich treibt es immer wieder auf die Toilette. Könnte daran liegen, dass... Ist Jenny da? Also, Freunde, wirklich jetzt. Nur um sie nach dem Schlüssel zu fragen, natürlich. Mann, 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 Mann. Okay, meine lieben Freunde, die nächste Aufgabe ist klar. Wir müssen irgendwie in das Büro von Clifford kommen. Und ob uns das gelingt und wie uns das gelingt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play mit Lumi. Ciao, tschüss, dein Lumi.